Ja, willkommen zurück. Da sind wir wieder beim Primal Fury Vorstellungs-Let's Play in der 9. Runde mit unseren Höhlenzwergen, Ziegen, Entschuldigung. Ja, Zwerge hängt einfach zu selber mit drin, das ist einfach so wichtig. Und wir sind extrem, ja, eingeengt, trotz der geringen Bevölkerung, die die Map angeblich aufbieten soll, haben wir gar keine Möglichkeit, uns noch zu expandieren. Wir sind extrem fest hier in unserer Untergrundgeschichte, weil wir hier direkt von unserer einen freien Stadt und hier von der nächsten freien Stadt halt bedrängt werden. Und ja, wenn wir jetzt hier hochgehen, werden wir mit der halt Ärger bekommen. Das Gute ist bei der, aber die hat schon die Naga-Form. Das heißt, wenn wir hier die einnehmen könnten, könnten wir direkt so ein bisschen Naga-Action haben. Was ich tatsächlich gar nicht schlecht fände. Hat athletisch, ja, Anpassung Wüste ist egal, aber Naga-Gestalt fände ich schon ganz cool. Aber ist natürlich jetzt so spielerisch gesehen, gerade wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt keine Cuts. Natürlich sitzen wir jetzt erstmal ganz gemütlich hier fest und spielen so vor uns hin. Wir haben diese Mana-Knoten schon frei. Wir können halt Gold nehmen, Gold haben wir momentan tatsächlich genug. Heißt, wir gehen weiterhin auf unsere Idee, einfach Forschung ballern bis zur Unkenntlichkeit, damit wir unsere Einheiten, die wir ja bald bekommen, möglichst dick upgraden können. Dann haben wir hier, was ist es? Ah, es sind 315. Aber wir sind natürlich jetzt nicht gerade stark, ne? Aber wir könnten es versuchen tatsächlich. Müssen wir auf jeden Fall aber selber kämpfen. Zumindest sagt das die Erfahrung. Keine ultra starken Einheiten, aber das Problem ist diese Plänkler. Oh, ne, cool, sehr gut. Finde ich sehr gut. Diese Plänkler sind immer so recht nervig mit ihren Angriffen, auch im selbstgekämpften Kampf. Unsere Bibliothek fertig. Das ist ja auch schon mal ganz in Ordnung. Wir könnten direkt hier weitergehen. Bräuchten wir aber einen Steinbruch. Ich bin immer gespannt, wann. Also wir gehen auf die Clanhütte. Wir wollen nämlich hier unsere. Naja, das kann ich jetzt gar nicht mehr zeigen, aber so ein cooles Gebäude haben. Und natürlich die besseren Einheiten, die sind natürlich auch recht wichtig. Müssen wir uns erstmal regenerieren, da können wir jetzt erstmal nichts dran machen. Das ist ja auch so okay, finde ich auch okay gewollt, dass man das so nimmt. Hast du mich gerade ein bisschen rausgeschmissen? Ja, wir können jetzt einen neuen Helden holen. Wir haben jetzt die 10. Runde ja durch. Das heißt, wir können ja jetzt schon unseren zweiten Helden haben, was natürlich eine ganz coole Geschichte ist. Wenn Tier und Pflanzen einheiten, oh, das wäre natürlich auch eine gute Idee, auf Pflanzen zu gehen. Aber wir haben jetzt eigentlich so einen elementaren Fokus. Können nämlich auch unsere Einheiten zu Pflanzen umwandeln. Dann könnten wir die 20 Trefferpunkte geben mit der Person hier. Das wäre natürlich brutal. Denkt nur dran, wir dürfen jetzt keine Armee mehr mit zwei Helden haben. Also muss ich vor allem dran denken. Ordnungsadept. Ja, können ja. Ordnung ist eigentlich auch ganz cool. Ne? Das Reich erhält das. Ich glaube, ich nehme den Druiden. Das ist wirklich eine coole Sache. Was 250. Hat jetzt natürlich kein Mammut nicht, sondern Pferd dabei. Elefant, Pferd, dasselbe. Naja, wir nehmen sie mal, werden die einmal als zweite Heldin behalten. Ja gut, sie wird jetzt erstmal hier rumstehen und darf erstmal wieder ihre typische inspirierende Anführergedöns nehmen. Und dann ja, Stärketraining, was eine spirituelle Heilung ist. Upsala. Die Fähigkeit, die wir kriegen von der Kultur. 20% geheilt und erhält 3 Stapel, wenn sie das Segen eines Urtriebs hat. Das ist auch ganz nett. Finde ich tatsächlich nicht schlecht, werde aber erstmal natürlich die Buffs für die ganze Wesenheilen, die wir haben. Können die natürlich jetzt auch zu Nahkämpferin machen, warum nicht? Wir haben jetzt einmal Frostschild und einmal eine Kampfaxt. Warum sollten wir das also nicht tun? Wir haben natürlich jetzt noch kein Reittier, was ein bisschen blöd ist. Aber im Endeffekt wird sie jetzt eh erstmal sehr viel rumstehen. Da wir erstmal für sie noch Einheit holen müssen. Holen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob es das lohnt, noch überhaupt noch eins von denen zu machen. 8 Versorgung. Wir warten ihm auf die Clanhütte und bauen uns dann noch irgendwas anderes. Oder auf die Quälerin, die ist auch nächste Runde fertig. Dann können wir die nämlich bauen. Erdabtragung haben wir ja. Ich weiß noch immer nicht, wie man das macht. Wahrscheinlich werde ich einen fatalen Fehler machen. Ich weiß auch nicht, im Patch konnte ich jetzt wirklich nicht analysieren, was ich da machen musste, ehrlich gesagt. Ah ja, wir haben übrigens hier ein Level-Up. Da muss ich noch dringend mit meinem Helden hin. Und können wir hoch, ohne dass... Ja, natürlich, wir treffen direkt die Nächste. Wir schicken ein bisschen Geld. Wollen ja nicht unbedingt direkt mies gelaunt sein. Okay, und? Ja, und sie ist direkt hier außen. Das wird tatsächlich... Ja gut, vielleicht wird es dadurch ein sehr kurzes Spiel. Aber wir haben ja tatsächlich große Probleme. Wir müssen jetzt, wenn wir die einnehmen wollen, ich glaube, dann gehen wir aber unten die Ziegen. Müssen wir dann aber kaputt hauen hier. Also damit wir wenigstens irgendwas haben. Dass wir hier wenigstens ein bisschen was haben. Wir haben auch keinen von diesen neuen Schreien. Also dieses Schrein brauchen wir, Hödel der Tunnelspiel brauchen wir zweimal. Habe ich jetzt bisher auch noch nicht gesehen. Aber gut, wir haben natürlich jetzt auch nicht viel von der Map entdeckt. Okay, hier kann man ja gar nichts erkennen. Das ist viel zu viel Nebel. Hier ist das aber auch noch nicht. Naja, müssen wir jetzt mal schauen. Schwierig, schwierig. Sehr schwierig sogar. Oh je, was jetzt? Rachefeldzug. Okay, das ist ja das typische Dingens. Eine Eisspinne töten und so weiter. 3 Einheiten. Rache haben. Können wir ruhig machen. Und jetzt können wir ein Bündnis mit
Sirena schließen oder besiegen. Also tatsächlich auch eine Sieg, also doch eine Siegbedingung. Okay, war nicht angegeben in Dingens, aber nicht schlecht. Also entweder besiegen oder beide Bündnisse tatsächlich. Könnten wir auch machen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was kaputt klopfen. Sei mit euch. Aber bevor sie Gruß beenden kann, mein Gott, Sirenengöttin Nimue. Und du befindest dich zwischen zwei Götter wieder, die um die Hoheit über die Natur kämpfen. Wessen Seite unterstützt du? Und jetzt können wir halt sagen, keinen von beiden unterstützen. Wir würden, wenn, dann Sirena unterstützen, damit sie uns erstmal ein bisschen nicht auf die Nerven geht. Machen wir einfach mal. Und ja, können ja auch wieder ein bisschen Geld in den Rachen schmeißen. Und können dann hoffentlich Sirena direkt mal dazu zu überzeugen, dass wir hier eine schöne Zauberverbindung brauchen. Das wäre doch gar nicht schlecht. Damit wir einfach die erstmal ein bisschen so, ne, von unseren Rücken fernhalten. Die ist echt K.O. Oh Mann, ey. Ja, wirklich ein schnelles Spiel. Also das ist gar nicht schlecht tatsächlich. Jetzt können wir die urtümliche Spinnenverbundenheit, das wäre die dritte Zauber der Kultur. Hier können wir einfach den Segen, natürlich kennt er ja, auf alle Einheiten, die nicht zu unserer Fraktion zählen, abgeben oder übertragen. Können wir jetzt Quälerin bauen, das kostet, dauert 600 Runden. Okay. Das ist brutal. Können jetzt eigentlich ja noch mehr freischalten, aber ich weiß noch immer nicht, wie genau ich Imperium bekomme. Ich habe, wie gesagt, auch mal alle Mods auszustellen, so ging auch nicht. 476, wir könnten, müssten natürlich eigentlich jetzt weiterkämpfen, aber unsere Einheiten sind einfach noch zu beschädigt, deswegen können wir das erstmal vergessen. Können wir das erstmal komplett vergessen. Wir werden hier weiter ausgraben, so weit, wie wir es können, und werden uns jetzt da unten die freie Stadt auf jeden Fall einsacken wollen. Müssen natürlich auch gucken, am besten, dass wir hier unten schon mal einen Außenposten hinbauen. Obwohl, ja gut, die Heiligwurz wird ja eigentlich passen. Ne? Da müssen wir jetzt nur schnell angreifen. Aber wie viele Truppen haben die wohl? Wahrscheinlich eine Tonne. Das wird wahrscheinlich keine kleine Menge sein. Das weiß ich, vor allem auf der Schwierigkeit, die wir gestellt haben. Gut, dann haben wir jetzt unseren Clan-Dingens fertig. Das heißt, wir können jetzt die Schockeinheit bauen, urtümliche Stürmerin. Hätte so einen AOE-Spalten und den Animisten, der auch diese spirituelle Heilung hat und die urtümliche Spinne beschwören kann, was ziemlich cool ist. Raserei, bla bla bla. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Also das wäre keine schlechte Einheit auch zur Ergänzung. Auch ein bisschen Lager, einfach mal ein bisschen was nach den Sachen, die wir pushen können. Und hier können wir mal Imperium kriegen. Vielleicht bauen wir das einfach mal, damit wir überhaupt mal Imperium bekommen. Und ja, wir können halt weiter erkunden gehen. Wir haben ja jetzt offene Grenzen, das heißt, du kannst ja eigentlich mal automatisch erkunden gehen. Was wir bräuchten, wir halt, wie gesagt, diesen Schrei nochmal, ne? Den müssten wir halt irgendwie noch schaffen. Provinzen werden wir noch nicht abgeben, das auf keinen Fall. Und unsere Einheiten sind einigermaßen geheilt. Wir können jetzt versuchen, das hier anzugreifen mit dem Helden dabei. Das wird wieder brutal, ne? Ah, ne, cool. Sehr gut. Das ist sehr gut. Perfekt, da müssen wir jetzt wieder heilen. Spannung pur, jetzt erstmal nochmal heilen. Aber Herrscher ist aufgestiegen und das ist natürlich wichtig, weil wir kriegen unsere erste Fähigkeit. Keinerlei, Beschwörung macht mich schon mal sehr, sehr traurig. Wir könnten halt ein festes Mana, wäre nicht schlecht. Natürlich müssen wir dann halt konstant zaubern. Hm. Oh, die kriegen einfach nur so die Stärke, das ist ganz nett. Tja, der Rest ist halt nicht so gut. Ne? Mobilisieren ist auch ganz cool. Siechend ist auch nicht schlecht. Und Verseuchen generell ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir nehmen einfach ein festes Mana. Alles ziemlich kacke ist, um ehrlich zu sein. Dann werden wir weiterhin hier unten natürlich pushen. Mysteriöses Tonikum ist ganz okay. Aber ich glaube, wir nehmen einfach Tatkraft an, damit wir zu den nächsten Attributen kommen. Achso, Führungskonflikt ist hier jetzt schon drin? Nee, noch nicht. Warum stand da gerade schon Führungskonflikt? Nicht gewohnt, sich das Kommando mit anderen zu teilen. Ja, okay. Also nur, wenn es da wäre, ja? Okay, also warum dieses Ding da jetzt schon steht, macht mich ein bisschen nervös. Ach, guck mal, da ist eins. Oh ja, okay. Jetzt ist es eindeutig, dass wir diese Stadt erobern werden. Da ist das, was wir brauchen. Und wir haben jetzt tatsächlich auch schöne alte Wunder nebenan. Also wäre eine perfekte Stadt, um die zu erobern. Müssen wir jetzt halt nur gucken, wie wir das schaffen. Dann haben wir die ursprüngliche Spinnenverbundenheit und können unser nächstes Buch auswählen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da werden wir... Ich werde nicht diesen Fehler begehen, zu weit nach oben forschen. Ich will zwar, dass die Feeneinheit holen, aber danach haue ich erstmal die ganzen T1 Bücher raus, die uns mehr Damage geben, weil ich auf jeden Fall hier diesen Fokus haben will. Ritualscheiterhaufen ist super für Mana. Jede Fürsterei nebenan gibt es extra. Von daher her damit. Wir können ja auf diesen Pilzwäldern ja Fürstereien bauen, kriegen dafür zwei Wissen und können halt noch mehr Gutes machen. Hier diese Fähigkeit ist ganz cool. Kann man recht gut fokussiert Einheiten killen. Oder wir nehmen halt die versengenden Klingen. Hm. Das könnte uns tatsächlich im Kampf ein bisschen mehr Vorteile bringen gerade. Als das hier. Ah, komm, machen wir trotzdem das.
wollen ja auf die ganzen Verzauberungen gehen. Und wir können weiter anschließen. Gute Sache ist, wir können auch übrigens die kleine Armee jetzt für diesen Quest, diesen typischen Quest, den man ja 1000 Mal hat, killen. Und wir können jetzt hier mal die Goldmine anschließen. Machen das mit Goldmine. Also wir brauchen eine Goldmine auch auf jeden Fall länger, das ist klar. Wir kriegen natürlich jetzt +2 Forschung wieder, weil es wieder Pilzwald ist. Ja, eine coole, also alles hier ist Pilzwald. Das heißt, wir kriegen so massiv viel Forschung. Das wird einfach ein richtig toller Spaß werden. Ja, wir machen hier aber einmal Gold, damit wir einfach noch ein bisschen Goldwachstum haben. So, dann gehen wir mal nach... Ach, wir sind noch gar nicht geheilt, ne? Ah, shit. Die Heilung, ne, in diesem Spiel macht mich echt psychisch fertig, ey. Die bricht mich wirklich, ey. Okay. Haben jetzt 5 Imperium-Bohne. Kann aber nicht stimmen. Okay, die ist aber jetzt schon mal gut. Freundschaft, wir werden jetzt beleidigt von anderen, das ist klar. Da haben wir jetzt einen Freundschaftspakt, das heißt, wir könnten jetzt auch was aus... Machen wir auch, austauschen. Wenn ihr 40 Gold und noch mehr Forschung holen. Oder es erforschen kostet weniger Wissen. Boah, das ist natürlich beides super cool, ne? Aber wir nehmen einfach, das erforschen kostet weniger Wissen. Das ist ja perfekt für unsere Strategie. Super Sache. Das gefällt mir sehr gut. Spielt sich bisher gut. Also die Map ist Katastrophe. Brauchen nicht drüber zu reden, aber das ist eine ganz coole Sache. Dann machen wir die urtümliche Spinnen-Blablabla-Verbundenheit, weil ergibt natürlich Sinn, dass wir unsere Einheiten dahingehend auch buffen. Wir werden ihr auch die Freundschaft erklären. Kostet ja nur 50, ja leider 10 pro Runde. Aber ich denke, dass es sinnvoll ist, einen von beiden als Freundin zu haben und die andere dann umzuklatschen. Dann haben wir einen Ruhepol. Wie gesagt, gibt uns 10% Discount. Ich hätte gerne die Mod dabei tatsächlich. Denn der Mod würde uns noch mehr Discount geben, damit er nicht ganz so schwach ist. Aber passt schon. Die Frage, wird er jetzt mir irgendwann töten bei diesem Pisskampf? Ich hoffe nicht. Natürlich, es war so klar, ey. Oh, naja, nicht aufregen, wir wollen ja positiv sein. Man muss ja bei so einem Video immer positiv sein, ne? Das ist ja klar. Absolut positive Stimmung. Ey, Leute, super cool. Guckt euch an, wir haben hier einen tollen neuen Mod. DLC, sorry. Oh, ist das nicht schön. Super, jetzt haben wir positive Energie verbreitet. Jetzt kann ich mich wieder aufregen. Ist das bescheuert. So, jetzt lassen wir die mal rankommen. Das machen die ja immer recht eindeutig. Wir könnten jetzt hier die urtümliche Spinne beschwören. Kostet 30 Mana. 25, also cool. Kann ich das einfach echt hier vorne einfach hinbeschwören, so? Okay. What? Das ist ja genial immer noch. Okay, seht ihr eine neue Fähigkeit? Die heilt sich auch noch selber. What? Oh, das ist Anwalt auf jeden Fall. Da braucht man nicht zu reden. Die kann, das kann auf jeden Fall, Mann. Das ist ja super cool. Das ist ja echt genial. Das heißt, wir könnten jetzt die konnten wir jetzt einfach richtig schön runtersetzen. Das ist ja genial. Lassen jetzt die andere Einheit einfach mal schön rüberkommen. Und werden hier erstmal uns positionieren. Das ist ja richtig cool. Jetzt werden die erstmal die Einheit angreifen. Ja, nee. Oh, wir müssen aufpassen wegen diesen blöden Netzen. Die haben sie ja ein bisschen genervt zum Glück. Aber wir sind nicht mehr, die werden uns jetzt, glaube ich, schon getötet. Und die ignorieren unsere arme Spinne einfach vollkommen. Was soll das denn? Das ist ja einfach peinlich. Also wirklich. Oh, ich habe vergessen, die Fähigkeit zu benutzen. So, einfach weg damit. Ja gut, aber mit der Spinne können wir ja gar nicht verlieren. Also sind wir jetzt mal ehrlich. Das ist ja nicht möglich. Wie sollte das? Ich kann die ja nochmal beschwören. Was? Ich kann jede Runde beschwören? Das ist doch komplett broken. Ich kann die einfach nur weiter beschwören. Das ist ja unfassbar nicht balanciert. Das ist ja unglaublich. Okay, egal was ihr gesehen habt, das nimmt ihr schon mal mit. Das ist ja komplett broken. 30 Mana ist natürlich schon teuer am Anfang und 25 Zauberkosten, was natürlich durch unseren Helden, weil wir einen Zauberkönig genommen haben, absolut egal ist, weil wir mit 4 Level schon 20 Punkte dazu bekommen haben. Das heißt, ich kann die jetzt schon 2-mal beschwören. 30 Mana. Also ich kann die jetzt einfach nochmal hinhauen. Die hat wieder 3 Aktionspunkte. Die kann also wieder draufhauen. Das ist ja komplett OP. Das ist ja super cool. Gefällt mir sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Da kannst du ja gar keinen Kampf mehr verlieren eigentlich. Wenn sie, okay, ich habe ja komplett schlecht positioned. Okay, sie greift einfach unser Summon an. Da kann die ja gar nicht gegen gewinnen, weil unser Summon sich einfach hochleechen kann. Ich glaube, die Spinne ist da auch mit am krassesten, weil die Lebensraub hat. Okay, wie imbar ist das denn? Okay. Ah, das gefällt mir schon ganz gut. Wir können jetzt hier ein bisschen Schreckensspinne reiten. Die würde ich tatsächlich nehmen wollen. Wir brauchen noch eins für unsere Heldin. Passt ja ganz gut. Da haben wir doch. Zack, wunderbar. Passt doch auch thematisch super. Auch schon Level 4, was auch sehr gut ist. Wir können ein dunkles Ritual nehmen für Zombies. Ja, Wiederherstellung finde ich ja auch mal sehr cool, wenn man einfach wiederbeleben kann. Aber passt halt nicht so ganz zum Nahkämpfer dann, ne? Also wird natürlich schwächer. Nahkampfangriff ist ganz cool. Aber ich glaube, dann stirbt man auch zu schnell. Und das ist halt auch eigentlich ganz cool, ne? Dieses Vision des Leids.
Das ist natürlich einfach wieder die Summoning-Geschichte, wäre, ne? Alle Leichen werden verwiesen. Ja, machen wir das. Komm. Ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Egal, wir gehen hier unten weiter auf unsere Geschichten aus der Gruft. Nee, also unsere Buff-Geschichten. Jedes Deck muss ja immer diese ganzen Buffs bekommen. Da führt kein Weg da vorbei. Also ich fühle mich jetzt eigentlich in der Lage, tatsächlich jeden Kampf zu gewinnen. Ich lasse trotzdem jetzt noch eine Runde mal ein bisschen regenerieren, damit wir nicht irgendwie nachher doch überrannt werden, weil ich dann zu gierig werde und denke, ich kann alles gewinnen. Dann lassen wir das nochmal. Aber das sollte möglich sein. Dann haben wir irgendeine Stadt kennengelernt von unserem Speer. Wo ist er? Da ist er. Ne? Ja, komm, du kannst trotzdem die Runde beenden. Ja, und das scheint die gesamte Landmasse übrigens zu sein. Ne? Also das ist alles. Das ist ihre Landmasse. Das ist die nächste Stadt. Das heißt, sie wird wahrscheinlich auch darauf aus sein, die Stadt unten auch zu zerstören oder einzunehmen. Wir sollten also schauen, dass wir das schnell möglich machen. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Einberufung. Jetzt nehmen wir die Feuerpfeile, damit wir unsere Buffs auch wirklich vorbereiten können. Danach haben wir ein bisschen den Grobschmied bauen. Oh, zwei Steinbrüche haben wir natürlich gar nicht, ne? Sogar noch mehr Nahrung ist auch ganz cool. Mit Verkäufer. Schwierig. Und wir müssen halt noch immer gucken wegen unserem Imperium. Eigentlich müssen wir das weiter mitnehmen. Was hier echt bitter ist. Vier Runden, damit wir überhaupt mal anfangen. Irgendwas mache ich da falsch. Also muss da irgendwas hier falsch gemacht haben, oder? So, die andere ist jetzt Rivale von uns. Das ergibt ja schon Sinn. Wir haben sie ja auch abgewiesen. Passt schon. Ist uns aber auch relativ egal. Also wir könnten jetzt 6... Okay, 605 ist natürlich schon brutal, ne? Also wir haben dann noch als Auswahl 303. 10, da können wir erstmal noch da gehen. Also da wage ich mich jetzt doch noch nicht so ran. Quelle dauert noch mal zwei Runden. Nee, das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, bitte. Kann jetzt schon mitkommen. Bauen die einfach mal aus und nehmen uns mal so einen Animisten. Weil wir die ja eh beschwören können, die Spinne. Aber warum nicht, ne? Können wir ja dann noch mehr beschwören. Warum sollten wir uns das nicht gönnen? So, Lagerhaus haben wir ja fertig, genau. Alles gut, wir haben einen Mana-Knoten entdeckt. Bauen hier einfach alles raus, ne? Das ist... Die Stadt, falls wir sie dann einnehmen, natürlich ganz gut. Müssen halt nur gucken, ob wir sie auch gebacken kriegen. Sollten wir aber jetzt ein bisschen pushen, ein bisschen Geld noch sammeln und so. Sollte das alles möglich sein. Ja, sehr gut. Das ging ohne Probleme. Gibt uns ein bisschen Produktion. Sollte den Turm deutlich beschleunigen. Jawohl, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da haben wir 500er Stack. Ja, und wir haben... 670 wäre halt super, weil wir die Raffinerie jetzt auch bald bauen wollen, ne? Die würde ich auch danach einfach mal reinhauen, weil sonst baue ich hier nie. Ich kenne mich. Dann werde ich dann 100 Jahre da stehen. Dann brauchen wir das Alchemistenlabor. Das ist noch viel wichtiger, stimmt. Und zwar hauen wir das. Ich meine, wir könnten hier so einen schönen. Hier könnten wir drei, wenn wir hier hinbauen, könnten wir drei Stück dahin machen. Dann machen wir die Raffinerie nochmal weg. Und danach kommt die Raffinerie. Jetzt ist nicht wieder alles extrem weit weg, ne? Kann ich aber schon mal pushen. Dann geben wir zwar viel Geld aus, aber dann haben wir wenigstens auch mal 10 Imperium. Können wir vielleicht mal irgendwas uns leisten. Halt nicht mit rechten Dingen zugehen. Da könnt ihr mir gerne mal drunter schreiben, was das Problem ist. Weil, wie gesagt, ich habe die Mods eigentlich ausgemacht. Ich kenne ja, habe noch nie gesehen, dass ein Mod so ein Problem macht, dass ich keine Imperium kriege. Es stand, wie gesagt, auch in den Patch Notes irgendwas drin. Aber natürlich kann ich da trotzdem irgendwas falsch gemacht haben. Aber gut, dann spielen wir halt doch Hard Mode, indem wir einfach keinerlei Imperium bekommen. Was natürlich bitter ist, wenn wir in der 18. Runde sind und nichts an Imperium haben. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Egal, soll uns nicht weiter kümmern. Wir werden jetzt mal schauen. Wir können ja jetzt mal endlich Bevölkerung anziehen. Werden wir natürlich nicht machen, weil wir wollen jetzt ja was sparen, damit wir vielleicht mal irgendwie Fähigkeit benutzen. Wobei wir tatsächlich nicht diese übernehmen. Ja, übernehmen von Städten dauert zwei Runden weniger. Ist ganz cool. Oder übernommene Städte kriegen mehr Bevölkerung. Dann hauen wir jetzt hier den Kampf raus. Würden den Geist verlieren. Hab ich Bock, das selber zu kämpfen? Für diesen Geist. Hab ich Bock dazu? Boah, eigentlich nicht. Machen wir halt. Also wir beschwören jetzt einfach die Spinnen, ne? Das ist klar. Nichts anderes wird hier passieren. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Hier steht natürlich wieder absolut beschissen. Ich greife an und kriege die schlechteste Stachposition, die es auf der Welt gibt. Naja. Gut, soll so sein. Wenn das Spiel das so möchte, soll es so sein. Du gehst nach hier. Du bleibst hier hinten, weil du nicht weitergehen kannst. Ich lasse mal einfach ein bisschen hinterherlaufen, weil ich gerade überlege, was ich noch machen will. Nichts mehr. Dann gehen wir im Verteidigungsmodus. Ach doch, ich hätte mal mit der Heldin hier heilen können. Die hat ja der herstellen. Was ja gar nicht schlecht ist für unseren kleinen Prinzen hier. Ja, und dann hauen wir einfach die Spinne hier raus und hauen mal schön auf diese blöden Krokodile ein. Ne? Lecker. Ist das im Balance, ey. Lassen wir erstmal die Spinne da oben ein bisschen austoben. Wir können ja noch eine beschwören. Das ist alles kein Problem. Wir brauchen nur ordentlichen Mana-Nachschub. Das ist wichtig. Wie ist das denn?
wie die aussehen. Ist ja unfassbar. Und die anderen gehen auf uns zu. Perfekt, Leute. Das ist ja ein Traum für mich, ey. Das ist ja wirklich ein Traum. Ja, kannst du ruhig treffen. Das ist kein Problem. So, jetzt kannst du schon mal das Skrokodil einfach wegmachen. Und dich schön auch noch heilen dadurch. Herrlich. Ich kann einfach noch die nächste Spinne holen. Die kann sich hier hinsetzen. Und den anhacken. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall nicht balanciert. Ich glaube, das werden sie nochmal ändern müssen. Finde ich super. Ich liebe es, wenn was nicht balanciert ist. Gerade gegen die KI natürlich toll. Wie geht das nochmal? So. Das ist einfach ein Buff und ich will ihn auf den Gegner anwenden. Na gut. Ich klopfe einfach mal drauf rum. Ist scheiße, ja. Wir sind jetzt so, wir sind so imba dadurch. Das ist ganz egal, was du machst. Hauen wir ein bisschen auf die Krokodile ein. Werden die jetzt einmal hier abballern. Wieso treffen die nicht? Ich glaube, ich hätte doch die Treffsicherheit noch nehmen sollen. Das ist ja unfassbar, wie wenig treffen. Ja, du kannst dann einmal... ja, hier kannst du 100%, allerdings da 100%. Aber hat er gar keinen Schaden. Halleluja. Na komm. Bitter. Jo, mach. Ist okay. Und die beschäftigen schön da hinten die ganzen Einheiten. Perfekt. Brauchen wir gar nicht drauf zu gucken, weil das hilft uns ja auch nicht wirklich. Unsere Spinnen machen das ganz allein da hinten. Guckt euch das an. Das ist unfassbar im Balance. Das gefällt mir sehr gut. Guckt euch das an. 66 Schaden. Die heilt sich einfach dreimal. Schaut euch das bitte an. Das ist ja unfassbar. Das ist ja nicht balancierend. In keinster Weise. Richtig gut. Halleluja. Das ist die stärkste Kultur, die es gibt. Mit Abstand. Was ist das bitte? Guckt euch das an. Ich kann einfach machen, was ich will. Braucht nur Mana. Und ich kann machen, was ich will. Das ist ja unfassbar. Das gefällt mir sehr gut. Das ist natürlich absolut nicht, das kann nicht intendiert sein, das kann nicht gewollt sein, dass man das machen kann. Aber ich finde es einfach nur genial. Ich finde es richtig geil. Das ist ja unfassbar. Ja, gehen weiter auf die Unit Buffs. Wie immer, solltet ihr immer machen, damit ihr da immer den Gesamtvorteil erhaltet. Super cool. Dann kriegen wir die großen Stacks doch noch hin. Feurige Pfeil ist durch. Dann können wir jetzt hier so ein bisschen, ja, weiß nicht, also Unterstützungseinheiten, ihr kennt das, ich benutze die nicht so oft. Weil ja die gebufft worden sind, Unterstützungseinheiten mit ihrem einmaligen Schussangriff werden jetzt auch hochskaliert. Das heißt, da habt ihr schon einen Vorteil. Ich nehme jetzt einfach mal Ausräuchern. Wir können die nächste Provinz nehmen. Wir könnten hier tatsächlich das Material, ich weiß gar nicht, ob das, muss das überhaupt befreit sein? Müsste ich eigentlich wissen, als jemand, der da schon hunderte Stunden gespielt hat. Weiß aber nicht. Boah, das wird hier das genialste Ding, wenn wir irgendeine Provinzverbesserung bekommen, die hier plus durch Forschungsposten kriegt. Das ist ein absolutes Monster. Guckt euch das an. 4 Forschungsposten, das ist genial. Wir müssen aber auch auf die Feensache gucken, da brauchen wir Fürster nehmen an. Das heißt, hier unten müssen wir über Fürster hinsetzen. Oder ab hier oben wieder. Aber das wird absolut genial. Und hier müssen wir einen Tunnelmegalithen müssen wir auch noch unbedingt bauen. Wo angrenzende Dingens ist ja auch alles. Also haben wir überall Pilze. Auch ein Forschungsposten. Können wir da noch mehr? Wir könnten hier hinten noch einen hinbauen. Dann haben wir hier für diese Dingens einen 5 umschließenden Forschungsposten. Da müssen wir noch irgendein Buch nehmen, was diesen Forschungsposten dann noch bufft. Und wir sind dann absolut insane. Das wäre richtig, richtig gut. Da könnten wir richtig, richtig mit absahen. Ja, okay, dann gehen wir jetzt hier. Ich würde so gerne das Material freimachen, ne? Aber sie werden jetzt halt immer stärker, ne? Wir warten aber noch auf eine Einheit. Wir machen erstmal hier das Einfache unten noch. Und danach können wir das dann tun. Jetzt haben wir schon wieder irgendeinen Stadt. Von wegen, das ist übrigens, ich möchte mal erwähnen, geringe Bevölkerung. Wir haben jetzt schon 4 freie Städte. Wir haben das gesamte Gebiet einfach mal mitgenommen. Das ist komplett bescheuert, ey. Der Geschmack der Freundschaft. Aha, heimlich ein Gegengift. Aha. Ja, nehmen wir einfach. Ist mir egal, ob ich dann HP verliere. Und dann beschwören wir jetzt mal die feurigen Pfeile. Wir brechen hier schon mal ein, uns ist das egal. Also gucken, ich glaube, hier ist aber nicht mehr. Ne? Dann gucken wir jetzt nur mal, wie viel Einheiten die haben, weil wir brauchen auf jeden Fall hier diese Höhle, damit wir das Quest fertig kriegen. Vielleicht kriegen wir auch dann erst unser Imperium, kann auch sein. Finde ich natürlich auch ein bisschen sehr gemein, weil hier gibt es halt nichts auf dieser Map. So, sicherer Kampf heißt, der stirbt auch nichts, ne? Natürlich, sehr gut. Also ihr wisst nochmal, warum ich gefragt habe, geschnitten oder ungeschnitten. Das dauert nämlich jetzt, jeden blöden Kampf zu kämpfen, obwohl er absolut nicht nötig ist zu kämpfen. Also das tut mir leid, das ist irgendwann, wird man da einfach nur müde von. Weil warum muss ich diesen Kampf jetzt bitte kämpfen? Der ist doch komplett lächerlich. So, jetzt beschwören wir wieder unsere Spinne. Wo, die kommt, ne, der wurzt sich ja weg, da haben wir die einfach hier hin. Und frisst du einfach mal den Bogenschützen. Zack, zack, zack. Schön gestärkt dreimal durch den Angriff, den sie hat.
Das ist ja auch komplett bescheuert. Also hier der Raserei, das ist ja genial. Und ja, und dann können wir uns langsam mal dahin bewegen. Die werden wahrscheinlich ja wieder auf uns zulaufen. Nach Erfahrung. Positionieren wir uns wieder entsprechend. Auch nicht zu weit. Dann lassen wir erstmal die ein bisschen an der Spinne austoben. Ich wusste es, dass das passieren würde. Okay, dann wird ein bisschen auf unseren Voll eingehackt. Das soll uns aber auch nicht weiter kümmern. Mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Sonst kriege ich nämlich einen völligen Ausraster. Ich will nochmal die Spinne beschwören. Brauche ich die überhaupt nochmal? Weiß ich nicht. Brauchen wir erstmal hier. Zack, zack. Nochmal gestärkt, gestärkt. Jetzt haben wir voll den Buff wieder gestärkt. Ach ja, komm, machen wir einfach. Warum nicht? Es macht ja so viel Spaß, von daher. Packen wir sie einfach zu Mus. So, da brauchen wir natürlich etwas, was nur einmalig Schaden macht am besten. Hat ja gar keine Reichweite mehr, ne? Sehr bescheuert. Ja, spuck ihn an. Genau, dann ist er nämlich schon mal aus der Gegend geportet. Dann können wir ihn jetzt auch noch töten. Flap, 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 flap. Das kannst du erledigen. Nee, kannst. Boah, die Reichweite von den Viechern ist natürlich lächerlich, ne? Die haben eine Reichweite weniger, also nur drei Reichweiten, da wir diesen Mod gar nicht mehr kriegen, Entschuldigung, diesen Verzauberung gar nicht mehr bekommen, dass die Reichweite erhöht wird, ist das natürlich, sind die natürlich komplett aus dem Spiel raus. Also in meinen Augen gar nicht mehr nützlich. Bin da eigentlich gar nicht mehr verwenden. Guck das an, ich kann ja nicht mehr dahin kommen, mit Schaden zu machen bei dem. Das ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr bescheiden, um ehrlich zu sein. Ja, und das war's. Zwei Spinnchen, kosten natürlich immer viel Mana, ne, das ist klar. Aber wen interessiert's? Also wir können da einfach nur Mana besorgen und dann haben wir gar keine Probleme damit. Ja, Visier der Fernsicht kannst du gerne mitnehmen. Bisschen Sichtweite, bisschen Verteidigung. Warum nicht, ne? Kann ja nicht schaden. Dann lassen wir die weiter heilen. Wir haben ja jetzt viel HP verloren durch die Fähigkeit. Und weiterhin gehen wir schön hier auf unsere Buffs ein. Urtümliche Raserei. Erhalten alle urtümliche Spinnenbindung. Ah, das kriegen wir alle Raserei. Das ist auch ziemlich gut. Aber wir nehmen erstmal Ausdauertraining, weil 10 Trefferpunkte sind immer noch das Allerbeste. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Dann habt ihr nämlich keine Ahnung, wenn ihr das anders sagt. Haha. So. Dann haben wir unseren Animisten. Der kann, wie gesagt, auch nochmal eine Spinne beschwören. Was natürlich komplett lächerlich ist. Dann haben wir jetzt hier unseren Vasallenpakt, wenn ich das richtig sehe. Sehr gut. Also, ja, müsste schon Vasall sein, ne? Nee, noch nicht. Kooperation. Wer ist das Ding nochmal? Loyalitätspakt. Natürlich, wusste ich. Das heißt, wir können jetzt sehen, dass die Map tatsächlich lächerlich klein ist. Also, das ist alles, was wir haben. Ich wusste es, als ich die Insel gewählt habe, aber man will ja Showcase, ne? Das ist ja nicht nur Let's Play für mein Vergnügen, sondern für euch. Es soll ja für euch sein, ein Lehrer. Ich habe einen pädagogischen Auftrag hier. Diesen lehrreichen Moment wollen wir natürlich auch weiterhalten. Dann machen wir direkt mal Verteidigungspack. Ja, dafür gebe ich gerne 150 Gold aus. Damit haben wir nämlich die Hälfte der Spieler schon mal auf unserer Seite und müssen noch die andere umklatschen. Ja, Imperium können wir noch nicht machen. Da werde ich nach dem Let's Play mal auf jeden Fall recherchieren, was hier zum Teufel nochmal los ist. Ich glaube, ich hau die jetzt um. Was haben wir da noch alles drin? Und auch einen weißen Wolf, ey. Aber wir müssen ja, die werden jetzt immer stärker, müsst ihr dran denken. Das heißt, wir werden natürlich immer mehr Probleme mit haben. Dann bauen wir Stürmerin, brauche ich jetzt nicht. Nochmal einen Animisten. Ich finde dieses Beschwören halt so krass im Balance. Ist schon nicht normal. Ja, das Ding dauert leider, ne? Da kann ich da keinen Buff zu. Finde ich aber schade, wenn man so Gebäude von Buch kriegt. Die kosten dann so viel Produktion. Zu schade, weil das ja eigentlich eine coole Sache ist, wenn man seine Fähigkeiten auch nutzen kann. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine Runde warten. Wir können da nicht so verletzt reingehen. Dann gucken wir weiter. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Das ist ja... Das ist ja immer auf hoher Schwierigkeitsstufe verspielt. Und vor allem auf hoher Weltschwierigkeit. Guckt euch das an, was sie haben. Ja, einfach mal 1500 Armee. Das heißt, wir müssen noch definitiv einiges an Einheiten pushen, damit wir das töten können. Halleluja, das ist ja brutal. Uff, das ist echt brutal. Dann haben wir die Ausräuchung, damit können wir ja die Einheiten was schwächen im Kampf und entzünden nehmen wir noch. Dann sollten wir eigentlich auch in der Lage sein, dann so Richtung, hoffentlich, Richtung der Kämpfe zu gehen. Und da haben die ja noch mehr. Ah ne, die gehen aber rund. Also das heißt, wir können die schon hier so ein bisschen auseinanderziehen. Dann müssen wir gegen eine 1000 Armee kämpfen. Sollten wir hinkriegen. Lass den jetzt auch einfach mal hier stehen, damit wir uns das alles mal beobachten können. Dann ist die Frage noch auf einen Einheit warten oder nicht? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Verluste schaffen kann. Weil wir haben die Spinnen, die sind immer... Ungefährlicher Kampf, dachte er mir. Klar. Okay, ich glaube, das mache ich gar nicht selber. Scheiß, pfeift drauf. Also, der Flutgeist bringt uns halt gar nichts. Da
Dann sind wir einfach damit durch. Dann kriegen wir nämlich schön Fokuskristall. Nochmal 10 Forschung, Leute. Lasst es euch auf den Zungen zergehen. Wir sind jetzt bei 126 Forschung auf der Runde 22 oder in der Runde 22. Wenn wir jetzt noch einen Kombinations Außenposten bekommen, der hier die ganzen Forschungsgebiete mitnimmt. Und ich nachher mal gucken, welcher das sein könnte. Dann haben wir so einen krassen Vorteil. Das ist unfassbar. Wir können jetzt auch schon gute Waffen bauen später. Was natürlich auch schon mal super cool ist. Jetzt lassen wir die einfach wieder heilen. Ihr kennt das Spielchen. Das ist tatsächlich normal bei Age of Wonders 4. Gehört irgendwie zum Vibe dazu, seine Einheiten zu heilen. Das sah irgendwie aus wie so ein flötenspielendes Geistermädchen. Ich dachte gerade, habe ich das noch nie gesehen? Nee. Alles gut. Du bist noch nicht wahnsinnig geworden. Oder vielleicht doch ein bisschen. Ja, Verkäufer haben wir jetzt noch geboostet. Dann, wie gesagt, wären halt natürlich hier Tunnel-Megalith super. Dafür brauchen wir aber hier oben noch das Gebiet. Ritualschalterhaufen ist auch sehr gut. Dann müssten wir ihn hier unten hinsetzen. Dann würden wir den da hinsetzen. Dann kriegen wir nicht Mana. Mana ist ja das, was wir schon ziemlich brauchen. Erstmal 10 Mana einfach bekommen. Ja, machen wir, ne? Warum nicht? Jedes bisschen zählt. Ein Alchemistenlabor übrigens. Müssen wir natürlich gucken, dass wir hier noch einzigartige... wie heißt es noch dazwischen haben? Einzigartige Provinzverbesserung. Sind schon 9 dazu? Also ist das egal, welche? Oder wie? Ich hab Mine, dann Kernprovinz und Forschungsposten. Okay, ist schon richtig. Nee, und Farm. Okay, ja, passt. Dann können wir hier unten einmal noch einen Ritualschalterhaufen hinmachen. Okay. So, das ist auch neu geworden mit diesem Interface. Ein bisschen klarer. Ist jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber ist in Ordnung. Ja, wir brauchen halt mit den Animisten, also wir brauchen noch viel zu lange. Wir müssen da eigentlich halt Grobschmied pushen. Brauche ich aber 2 Steinbrüche. Ich glaube, die werden wir nicht bekommen. Ne? Vielleicht sollte ich es tatsächlich einfach bauen. Den sauren Apfel beißen und bauen. Ich glaube, da werden wir nicht hinkommen. So, entzünden und damit haben wir schon wieder ein Buch durch. Kalarunenspeer von Rotflünlüm. Eure Jagd ist brutal. Nee, es wäre mir eine Ehre, euch anzuschließen, natürlich. Ja, sehr gut. Das hauen wir auf jeden Fall mal schnell weg. Dann haben wir was getan in der Runde. Und wehe, du lässt es da sterben, ey. Dann kriege ich echt einen Rappel, ey. So. Dann haben wir das nämlich schon getan. Wir können alles Fleisch holen, also nochmal eine Völkung kriegen, was ganz cool ist. Wir können das Fleisch behalten, kriegen auch Geld. Wir können hier einen Stahlformerin, das ist doch keine Jäger, also. Egal, Stahlformerin holen dann von schnurrenden Handwerkern. Oder wir könnten mal Imperium bekommen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, weil unser Imperium nicht existiert. Ich meine, so eine Stahlformerin wäre nicht verkehrt, ne? Ja, nicht, dass auch nicht so super cool ist, aber ich meine, mehr Einheiten sind mehr Einheiten, ne? Ich glaube, wir nehmen mehr Einheiten. Ich meine, wir brauchen auch Imperium, ich weiß, aber ganz ehrlich. Aufgeschwiffen. Machen wir erst nochmal kurz das Level, bevor wir ein neues Buch angehen. Da muss ich nicht jetzt mal gucken, wo wir denn dann das entsprechende coole Gebäude bekommen, was wir hier mitten rein platzieren könnten. Sieht leider schlecht aus. Also nehmen können wir halt doch das Buch der Nekromantie. Dann hätten wir hier nämlich die Seelenquelle. Sehen, ja. Ich meine, dann könnte man natürlich schon Skelettwiederbelebung am Kampf machen. Ist vielleicht nicht schlecht. Dann haben wir plus 3 Mana für jeden Posten. Ist aber sehr umständlich dafür, dass manche einfach flat 15 Mana oder 10 Mana bringen. Das ist schade. Ich hätte gerne eine gute Provinzerweiterung da gehabt. Ist aber nicht drin. Naja, gehen wir erstmal jetzt. Wir wollen das DLC ja vorstellen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal ganz ohne Strategie auf Buch der Feennebel. Bringt uns erstmal noch nicht so viel, weil wir haben noch keine Fürstereien wirklich gebaut. Wir bauen ja jetzt eine. Ich werde aber schon mal eine Feenverbindung eingehen. Dann haben wir diese Arkliste Feenwesen. Dann, wenn diese Einheit am Ende ihrer Runde verdeckt ist oder sich in der Nebelwolke befindet, erhält sie einen zufälligen positiven Statuseffekt, was ganz cool ist. Und wir werden halt nicht von nebelig und haftenden Nebel betroffen, was nämlich die Treffsicherheit massiv reduzieren würde. Von daher ist das schon mal ganz cool. Und wir können den Dunstling beschwören, die neue Einheit, die hier diesen Einer-Trick hat, Feentrick. Weil ich ein Ziel Schaden zu und hat in Basis schon 90% einen zufälligen negativen Effekt zu geben. Man hat sehr viele verschiedene Damage-Tüten und hat einen Dunstschlag und schlägt und teleportiert dann 3 Felder zurück, was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Ist natürlich ein Beschwörungszauber, was erstmal cool ist, ne? Auch daran denken. Das ist schon nicht schlecht. Aber wir können halt natürlich unsere Provinzen nebelig machen, ne? Umarmung der, hier beim Feenwasserteich, genau, da können wir das, glaube ich, auch machen. Ist auch ganz lustig. Also nehmen wir das mal mit, bevor wir uns dann wieder den strategischen Buffs zuwenden. Und dann müssen wir auf die T4-Einheiten oder T4-Sache gehen. Nehmen wir erstmal das oder den Dunstling? Ich nehme erstmal den Dunstling, den können wir beschwören. Das ist nicht schlecht, den einfach mitzunehmen. Warum nicht? Warum nicht? Und dann machen wir gleich auch wieder einen Cut, würde ich sagen. Weil meine Stimme versagt. Aber ich gehe mal einfach mal trinken erstmal.
schütte ich mir noch mal schnell was ein. Ja, wir werden jetzt natürlich versuchen, diese Stadt oben einzunehmen. Aber erstmal müssen wir alles drumherum clearen, damit wir wirklich möglichst stark genug sind, um auch alles da in der Richtung durchzuziehen. Weil ihr habt gesehen, das ist schon ziemlich viel. Das heißt, wenn wir diese Dunstlinge beschwören können, wäre schon mal nicht schlecht. Jetzt noch diesen Animisten, der schön mit seinem Elefanten angeritten kommt. Und dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier noch machen können. Also fehlen Wasserteich für die Nebligkeiten. Oder den Vierwissen. Ich glaube, wir könnten sogar eigentlich dann einfach sagen, komm, 5 drauf machen wir hier. Dann könnten wir 26 vorher schon kriegen. Das ist schon pain, ne? Problem ist, wir würden natürlich den Alchemistenlager dann wieder weniger bekommen, weil dann wieder ein Forschungsaußenposten wäre. Pilz werden wir nachher eh überall haben. Also wir können, wie gesagt, auch hier oben hinsetzen. Wir haben natürlich jetzt, momentan hätten wir hier am meisten oder hier. Ich meine, wir können auch einfach einen Forschungsposten ersetzen, so ist halt nicht, ne? Das ist schon okay. Das heißt, wir kriegen 15 Forschung dazu. Hier würden wir 24 Forschung dazu bekommen, weil hier mehr Pilz drumherum ist. Hier, und hier würden wir wahrscheinlich auch 4 kriegen, ja 15. Nehmen wir sonst einfach den. Dann ist es natürlich nicht, wir haben ja jetzt, wie gesagt, außer Nekromantie keine super Erweiterung, die das jetzt mega pushen würde. Von daher nehmen wir einfach hier, können wir die Mine stehen lassen. Aber die 24 ist, ne? Ach egal, wir nehmen das hier. Dann haben wir noch so ein bisschen. Ah ja, schön. Und übrigens müsste das nochmal durch das Alchemistenlabor mehr geben, weil das nämlich nicht als Forschungsposten zählt, sondern als Nexus. Ja, stimmt, dann können wir es auch hier bauen. Aber ne, machen wir es hier hin. Jetzt passt. Ist aber nicht ernsthaft, dass wir jetzt noch eine freie Stadt haben. Was ist das für eine Langsam ärgere ich mich wirklich, dass ich gesagt habe in dem Review, dass es hier ein sehr gutes Kartengenerationssystem gibt. Also im Inseln sind wirklich nur Schrott. Also sorry, aber das ist ja. Das ist aber das natürlich auch wieder durch dieses Sektorengebiet so ein bisschen das Problem. Macht halt irgendwie nicht so viel her, muss ich einfach sagen. Warum auch bei niedriger Bevölkerung 5 freie Städte hier reinquetschen? Warum? Und ich kann übrigens auch hier nicht weitergehen. Das ist Ende. Also das ist auch das Einzige, was ich bekommen werde. Und wir können den dritten Helden aber haben. Also wir können schön showcasen. Wir haben nur eine verfluchte Stadt und werden nicht mehr bekommen. Aber wir können uns schon unsere ersten Naga holen tatsächlich. Schattenadept, Ordnungsadept, gerissen. Der Demolierer ist ganz cool, dann können wir diese Verwüsterkugel holen. Ich weiß nicht, ob ich den mir jetzt schon leisten will, so viel Geld auszugeben. Achso, nee, Heldenlimit erhöhen? Wie? Die Heldenlimit erhöhen. Achso, nee, ach, das ist nur da unten. Ich dachte gerade, hä? 600 kostet das übrigens. Ja, nehmen wir die, kostet 350 natürlich. Ist natürlich sehr teuer, aber ist schon Level 5. Heißt, sollte uns auch helfen, die Stadt dann zu erobern. Und dann haben wir unseren ersten Naga tatsächlich. Können wir ja nochmal gucken. Ging also doch relativ schnell. Hohe Geschwindigkeit ist cool, amphibisch, entschlüpfen, natürlich total krass, was die Fähigkeiten sind, ne, muss man einfach sagen. Kann halt erstmal nicht sterben, kann nicht elektrifiziert werden und hat auch noch Widerstände. Ist schon sehr cool, aber kann halt natürlich nicht reiten. Aber es passt perfekt, wir haben dann Fernkampfeinheit. Ist eine gute Geschichte, können wir da noch irgendwann upgraden? Ne, halt schon alles durch. Okay, und dann hätten wir schon unsere dritte Armee sozusagen im Aufbau. Kostet ja auch erstmal kein Geld, die zu erhalten, wenn ich mich nicht irre. Wenn wir jetzt weiter auf Forschung gehen, dann würden wir hier nochmal schön sieben Forschung bekommen. Aber wir müssen eigentlich hier Fürstereien bauen. Das ist natürlich ärgerlich für die Forschung, um die Forschung. Aber da kriegen wir dafür mehr Mana. Wir wollen ja auch viel Mana haben, um die Spinnen dauerhaft zu beschwören. Das ist ja auch offensichtlich. Hier oben brauchen wir jetzt ja doch nicht hinzugehen, weil wir da ja jetzt andere Pläne haben. Kampfzauber verringert die Kosten aller anderen Kampfzauber, bla bla. Jetzt können wir uns übrigens mal leisten, aber es ist natürlich extrem teuer. Ich weiß noch immer nicht, vielleicht müssen wir dieses Quest beenden. Kann das sein? Dass wir dieses Quest beenden müssen. Ich meine, ich kann da hingehen. Wenn ich richtig sehe, ist es ja daneben. Das heißt, ich kann hier einen Außenposten bauen. Ja, ich kann das machen. Können wir erstmal machen. Wir können einfach mal hochgehen. Achso, wir hätten vielleicht das erstmal besiegen sollen. Ach, egal. Und wir können jetzt auch mal oben die XP nochmal einsacken. Können wir währenddessen aber schon mal das hier mitnehmen. Auch wieder Geld, aber... Ja. Müssen eigentlich auch die Dinger rüber tun, weil der hat ja diese Plus-HP schon. Das hat unser Hauptheld noch nicht. Dunstling beschwören schon vorbei. Boah, wir forschen echt durch wie sonst was. Ist das gut? Nehmen wir so Magma-Geist, können wir noch was auch beschwören. Aber Dunstling beschwören ist ja eigentlich viel besser. Kostet 150. Kostet ja vorher 20 pro Runde. Ist natürlich teuer, aber ganz ehrlich. Kann man machen. Wir müssen uns eigentlich mal Straßen bauen holen. Aber wir haben einfach kein Imperium. Da muss ich doch irgendwas falsch verstehen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Die tun hier erstmal rein. Nachher werden wir die auseinanderbauen, ist ja klar. Wird das ganz funktionieren. Eigentlich hätte ich jetzt mal die Armenier besiegen sollen. Aber jetzt bin ich irgendwie doch nervös geworden. Und denke mir, vielleicht können wir da oben das Gebiet schon mal einnehmen.
Okay, gerade wenn ich sage, ne, es ist so klar, gerade wo ich denke, kannst du hingehen? Nope. Na, dann eben nicht, würde ich sagen. Warte, ich kann hier schon eine Sturmbringerin holen. Willst du mich veräppeln? What? Oh mein Gott, ich will unbedingt... Was? Oh, diese? Eine Sturmbringerin kann ich mir holen? Was? Ach, kacke, die kosten natürlich auch Imperium. Wie kriege ich das hin? Aber das wäre ja super cool. Ich habe nur die Punkte nicht. Die Rekrutierungspunkte. Boah, wie ärgerlich ist das denn? Aber ich kann hier oben das einnehmen und dann kann ich die Rekrutierungspunkte noch holen. Also oder so, wir müssen die halt töten. Ne? Das ist halt... Hier klar, wir holen jetzt noch einen Dunstling. Name. Und werden... Oh. Ist auch unglücklich hier. Oh, geht. Minus 10 ist in Ordnung. Aber das wäre natürlich ganz cool, wenn wir da durchpushen und uns dann diese Dinger noch holen könnten mit den Rekrutierungspunkten, die wir hier bekommen. Das wäre natürlich genial. Und wir kriegen auch noch mehr... Warum kriegst du nicht weiter? Wir kriegen noch mehr Imperium. Was auch gut wäre. Aber erstmal will ich jetzt da unten... Herbstritual. Das kennen wir ja schon. Eine Herbstelfe, bla bla. Wir könnten hier eine Herbstelfe bekommen, wodurch das Wachstum untergeht. Natursegen würden uns einfach was geben? Stadtstabilität. Ja, 13 Stabilität. Ne, blockieren wir und kriegen noch eine Elfe. Da haben wir natürlich jetzt schon sehr viel ausgegeben und sind ziemlich arm dran, aber da haben wir jetzt unseren Dunstling. Das Mana-technisch brauchen wir dringend nochmal Nachschub. Können wir aber nachher auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Sehen wir den Schreimer bauen. Steinbrüche wird halt, glaube ich, nicht passieren in diesem Spiel. Das kann man eigentlich so nehmen. Dann haben wir den Feenwasserteich. Das heißt, wir werden den, der zählt nicht als Fürster. Das ist natürlich blöd. Den müssen wir dann hier unten bauen, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir hier Fürster, Fürster, Fürster und hier Fürster am besten. Sodass sie dann drei hier und der auch mit dreien gebufft wird. Das wäre schon ideal, glaube ich, um da einigermaßen Synergien herzuholen. Und dann könnte man natürlich noch Einheiten bauen, aber Quälerin noch, ja. Mach mal, also wir verlieren natürlich jetzt, wir sind natürlich ultra jetzt am, sag ich mal, Geld lassen. Wir werden jetzt auch hier diesen Kampf, auch wenn das ärgerlich ist, natürlich wieder wie immer mit den Helden durchpushen. Warum? Weil wenn ihr die Helden da reinpusht, dann könnt ihr eigentlich schwerer was verlieren. Dann schön T2-Einheiten mit rein. Oder hier T3-Einheiten mit dem Dunstling. Dann hoffen wir mal, dass das einigermaßen funktioniert und dass uns das auf den Nerv geht. Und tun... What? 1200? Was ist das denn bitte? Hä? Wieso denn 1200? Was? Was ist das denn? What? Okay, das ist auch neu. Dass ich gegen bei einem silbernen Wahrzeichen gegen 2 T5-Einheiten, der übrigens auch massiv gebufft wurde, der Schnitter, und eine T4-Einheit. Okay, what? Okay, ja, dann gehen wir erstmal hier die Erfahrungspunkte sammeln. What the f... Halleluja. Ja, unser Startform ist übrigens auch ein Nager, ne? Das ist auch ganz cool. Ich will euch erstmal hier hinsetzen. Okay, du kannst ruhig weiter forschen, mir ist das egal, was da passiert. Achso, bist du fertig mit Kunden oder willst du nicht mehr? Abkommen ist abgelaufen. Ja, wir nehmen weiterhin den Ruhepool, warum nicht, ne? Kostet zwar viel Geld, aber ganz ehrlich, lohnt sich ja auch, ne? Es lohnt sich auch. Wir können natürlich wieder ein Dunstling beschwören, haben natürlich dann kein Geld mehr, aber, oder kein Mana mehr. Aber in Ordnung, wir sind jetzt gut. Das ist mir relativ Wurst. Was mir nicht Wurst ist, ist natürlich schön hier noch ein Level aufzusteigen, bevor wir dann jetzt den Part auch beenden. Und zwar mit unserem Haupthelden können wir natürlich die HP dazu holen. Wunderschön. Mit dem Fernkampfhelden, da will man natürlich auch wieder inspirierende Anführer. Das ist natürlich blöd. Adlerauge ist schon cooler, ne? Haben wir noch eine Reichweite. Nehmen wir erstmal das, bevor wir was anderes nehmen. Und du wirst ja unser Nahkämpfer. Bei dir brauchen wir auch noch Präzisionstraining. Erfahrene Anführer finde ich tatsächlich dann nicht mehr so gut. Nehmen wir das erstmal, Präzisionstraining. So, jetzt könnt ihr wieder auseinandergehen, weil ihr euch ja an sich anscheinend so sehr hasst. Das ist ja offensichtlich. Dann könnt ihr einfach mal hier reingehen und du kannst dann da reingehen. Und dann haben wir hier noch unsere Elfe. Das heißt, wir planen jetzt in der nächsten Runde hier diesen Kampf zu gewinnen. Damit wir die Stadt einnehmen, wenn wir wirklich eine zweite Stadt haben. Und dann geht es eigentlich schon Richtung Nimue. Die ist natürlich, denkt dran, recht hart, ne? Also die hat natürlich recht viele Einheiten, wird die haben. Da müssen wir natürlich mal schauen, wie das so bei der aussieht. Jetzt gerade, da steht ja schwer. Ich hatte da auf brutal gestellt, ne? Ist das bei der KI so oder wann?
Ah, sonst wird es noch ein bisschen entspannter. Aber es soll ja auch nicht so schlimm sein. Wir machen Bündnis jetzt mit der hier. Dann haben wir schon mal schön die Sichtweite. Ah, ne, haben wir noch nicht. Müssen wir erstmal noch fordern. Abkommen. Geteilte Sicht bitte. Ja, einmal her damit. Das ist auch nicht schlecht. Und dann können wir uns nämlich jetzt bald auf den... Ihr seht, guck mal, die hat gar nichts. Die wollte jetzt hier gerade eine erste Stadt. Guckt euch das bitte an. Was ist das? Die KI wird ja gar keine... Gar nicht schwer sein. Also gar nicht brutal. Gut, wir haben ja jetzt auch nicht viel, aber... Halleluja, die werden ja brutals Probleme haben, hier irgendwie voranzukommen. Mana wieder. Wir könnten hier für die Minen... Oh, Minen 10 Mana, wir haben nur eine, ne? Das war an sich auch eine sehr coole Fähigkeit. Ja, dann nehmen wir Verbrennen noch, ist auch ganz cool. Dann kriege ich den Umkreis von einem. Fällt alle Schaden, was auch ganz gut ist. Okay, er steht schon hier. Fällt ihm auf jeden Fall nicht so sehr, dass wir hier bei ihm drin sind. Das scheint nicht so sein Ding zu sein. Also wir könnten jetzt Krieg erklären und dann könnten wir hier einmal diesen dicken Kampf kämpfen. Ich denke auch mit dem Spinnenbeschwören sollte das relativ einfach sein. Bin mal gespannt, ob mir jemand erklären kann, wo ich dumm bin, dass ich hier einfach kein Imperium pro Runde kriege. Global, da stand Global Property. Global Property. Was heißt Global Property? Egal. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist unterhaltsam und zeigt zumindest so ein bisschen die Fähigkeit. Ihr seht, Spinnen beschwören oder generell diese guten Geister beschwören extrem krass. Leute, wenn ihr das spielen wollt, auf jeden Fall darauf gehen. Das ist ja brutal. Da könnt ihr ja wirklich einfach konstant die Leute überrennen. Und ansonsten denke ich mal, ist das, klar, die Map ist kacke, das müssen wir ganz einfach sagen. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Ich will das Let's Play auch nicht auf 10... 12 Parts, man kommt einfach nicht mehr an heute, sind wir ehrlich. Sondern eher eben so auf dem Kurzen. Ich glaube, das passt ganz gut. Die hat übrigens eine 15er Stadt. Aber dann können wir dann relativ, hoffentlich relativ flott jetzt diese Stadt erobern. Ein bisschen ausbauen, ein bisschen auf Naga und die Sturmbringer gehen. Und dann einfach einen dicken, schönen Angriff, weil dann können wir über Wasser laufen. Können wir dann so einen richtig schönen, dicken Angriff auf den Sirenenthron starten. Und damit dann das Spiel gewinnen. Das wäre doch perfekt zum Showcasen. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Könnt ihr auch noch ein Bündnis schließen wollen, aber ich glaube, das wäre für jeden Zuschauer zu langweilig. Deswegen hauen wir natürlich immer ein paar Leute auf die Mütze, damit das auch funktioniert. Ging übrigens hier auch nochmal ein schönes Arcanium-Erz, was auch gar nicht so schlecht ist. Naja, egal. Gut, danke fürs Zuschauen. Wie immer, ne, Like, Subscribe und so weiter. Und haut rein.